Von meinem Headset habe ich fürs Mikro extra weniger gemacht. Also leiser. Das heißt, ich höre mich Ja. jetzt leiser. Da denke ich immer, meine Stimme ist zu leise im Vergleich zum Ingame-Sound. Nee, ich glaube nicht. Vollkommen Ich glaube ausgeschlossen. nicht. Genau jetzt. Da hatte ich gerade auch schon so Probleme mit dem Fallschirm im richtigen Moment zu öffnen. Wie in Jawohl, 100% und fertig. Guck, in einer Hey. Viertelstunde, Und in der Hälfte der Zeit sauber. So, ja, ich werde jetzt kurz die Aufnahme abbrechen und direkt speichern, nicht, dass mir das jetzt schon wieder abkackt. Also mal kurz bis gleich. Da sind wir wieder zurück. Oh, ich hab's geschafft zu speichern. Mann, bin ich erleichtert. herzlichen Und Glückwunsch. jetzt machen wir mal die nächste Mission. Aber erst nehmen wir mal den Anruf an. Hallo? Carl, it's Woozy. Oh, Hey, Woozy. Woozy, man, what you been up to? Come along and see for yourself. Ah, I got jetzt a little kann ich business nach problem Las fishing for you. Anturas, geil. Come over and see the Woohoo! setup, my friend. Okay, for sure, I like that. Like it? You're gonna love it. It's the Four Dragons Casino in Las Four Venturas. Dragons I'll see you Casino, ja soon, yeah? genau. Yeah, okay. Woohoo! Ah, so, aber erstmal mache ich NOE. Von dem Spasti da, wie heißt der nochmal? Torino. Got you again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. 1 DEA, 1 FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody, watching nobody. Know what I mean? Hä? Niemand beobachtet No. niemand, der niemand beobachtet. Whatever, man. Hä? Hä? Der Torino ist komisch drauf. Das ist so voll der Pa. Der hat voll die Paras, ey. Voll die Paras. Paranormal Activity. Das Flugzeug ist beladen und startklar. Hoppla. F. Ich bin mir irgendwie eh von Battlefield gewohnt. Verrückte Scheiße. Scheiß Battlefield. Das verfolgt mich überall. Man wird es nicht los. Es ist wie ein Phantom. Wie ein Fluch. Ah, ich muss unter dem Radar bleiben. Ich weiß nicht, wie ich das früher gemacht habe. Beobachte die Sichtbarkeitsdatei. Jetzt bin ich zum Beispiel drüber. Und jetzt muss ich nur hier über Meer fliegen, weil da hast du keine Hindernisse, musst nicht auf und ab, sondern kannst einfach geradeaus düsen. Das finde ich cool. Das ist ein cooler Trick. Du musst halt nur aufpassen, dass du nicht zu tief fliegst und ins Wasser reinfliegst. Das wäre blöd. Das wäre nicht so toll. Ja. Blutwasserruhm. Ich bin über der Radargrenze. Da Vogt. Eigentlich könnte ich das ja rausschneiden. So spannend ist es ja nicht. Nur wenn ich was Spannendes zu erzählen hätte. Und das habe ich ja, wie Mal gewohnt, wieder. eigentlich nicht. Gerade wollte ich sagen, da liegt schon ein Flugzeug im Wasser, aber es war ein Boot. Ich will mir Borderlands 2 kaufen. Ja, ich auch, aber ich kaufe mir MW3 und Borderlands 2 irgendwie nächste Woche oder Monat oder wie auch immer. Echt? Ja. Ich kaufe mir nur Borderlands. Ich habe einfach kein Geld. Im Oh, Moment. ich auch Ja. nicht. Ich brauche auch noch ein bisschen was für Essen, den ganzen Scheißdreck. Du bist ein Witzknicker, du verdienst wenigstens Geld. Tja, schon geil. Ja. Uah. So scheiße, du mein Abitur machst. Ja. Tja, ich hab's dir gesagt, du Lernfreak Fuzzi. Ja nicht. Was ist? Ja nicht. Also, trotzdem, du Freak Fuzzi. Mal gucken, wie weit ich eigentlich noch vorfliegen muss. Ja, aber Boah, noch dafür bis kriege ganz ich dann in der oben. Ausbildung 800 bis 900 Euro im Monat. Tja, ich Jedenfalls, krieg nur im weil ersten Jahr knapp 600. Und im zweiten Jahr krieg ich dann auch 650 circa und im dritten circa. Ne, im zweiten. Im ersten habe ich ja gar nichts gekriegt, weil Schule. Im zweiten kriege ich also knapp 600, im dritten ca. 650 und im vierten halben Jahr kriege ich dann
denke ich mal, so circa 700, 600. Also bei mir ist das erste Layer, so was ich gehört habe, 800 Euro. Was, also was machst du denn? Machst du auch irgendwie? Duales Studium Mechatronik. Hatte ich vor. Mechatronik oder Kfz-Mechatronik? Nein, Mechatronik, so bei fetten Firmen, nicht so in so einer Kfz-Werkstatt. Achso. Nee, die, ich wäre eigentlich lieber Mechaniker geworden, aber das gibt's ja nicht mehr. Weil die Autos nur noch Elektronik haben und das muss langsamer fliegen. Jetzt wird's nämlich richtig schniffelig. Ich glaube, die Mechanik ist auch deutlich einfacher zu checken wie die Elektronik. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, ich weiß ja selber so ungefähr, wie so ein Auto funktioniert. So, aber wenn die mir dann kommen, ja, Elektronik Fehler auslesen und hier und da und da und ja, da. Ja, Fehler auslesen ist gar kein Problem. Ja, okay, das ist. Also das machen, das ist easy, aber das zu verstehen dahinter mit dem Buskabeln, Signalen, Steuergerät und nur. Ah. Genau. Oder so mit dem, halt. Ja, genau, Blinkrelais und immer so Scheißzeug. Das kannst du nicht mal so eben dir mal so aus der Nase ziehen. Und Klemmenbezeichnungen. Oh. Klemme und Widerstände. 15 geschaltet plus, Klemme 30, Dauer plus, Klemme 31, Masse, das ist voll der Rotz. Das ist auch das Einzige, was ich weiß. Für alles gibt es Klemmen, weißt du? Für Rücklicht. Rücklicht zur Masse gibt es eine Klemme, das ist halt 31. Rücklicht Ansteuerung, Rücklicht Relais. Relais hat mal 5 Klemmenbezeichnungen, Eingang, Ausgang, Umschaltung. Scheißdreck. Alter, da hast du irgendwie keine Lust mehr, den Beruf zu lernen. Ich weiß gar nicht, das wird bei mir bestimmt noch heftiger, weil ich ja gleichzeitig auch noch studiere dabei, ne? Ich mache eine Ausbildung und studiere dann noch nebenher. Ja, das wird eine krass harte Zeit, also zocken ist da gar nicht mehr drin. Das weißt du schon, oder? Das kriege ich noch wo irgendwo dazwischen, ne? Glaube ich nicht. Ja, egal, dann geht halt danach, geht das dann richtig los. Ich meine, ich habe ja jetzt auch fast keine Zeit mehr zum Zocken, nur halt am Wochenende. Ja. Jetzt kommt's, ich bin gleich fertig und jetzt kurz vor Schluss nur so einen saudummen Fehler machen. Das wär's jetzt noch, ey, ohne Spaß. Wo gehe ich denn am besten wieder hoch an Land? Ich glaube ungefähr, ja, da ganz vorne irgendwo. Ja, gehen wir einfach mal hier. Das Blöde ist halt, an Land musst du immer über Berg und Täler fliegen, weißt? Und darfst dann halt nicht über die Radargrenze, ist total beschissen. Hm, ja. Weil da musst du dich konzentrieren, wo kommt jetzt ein Hindernis und du darfst ja auch nicht zu tief fliegen. Wenn da vorne wieder ein höheres Hindernis kommt, dann musst du da nah genug ranfliegen und dann erst hochziehen. Und dann musst du wieder aufpassen, dass du nicht irgendwie dagegen krachst. Und das ist gar nicht mal so einfach. True story, bro. Aber es geht eigentlich gerade, ich hab's geschafft. Bringe die Maschine irgendwo auf der Landebahn zum Stehen. Mein Fliegerskill ist fast voll. Drei Viertel, zwei Drittel, irgend sowas. Weiß irgendwo auf der Landebahn zum Stehen bringen, aber dann eine Markierung hinmachen. Aber ich bin neben der Markierung gelandet. Boah, 15.000 Dollar, ey. Die Mission war jetzt easy und ging auch schnell. Boah, jetzt geht Musik auf einmal voll Möhre los. Mein Ohr! Mein Ohr! Weißt du, was ich Panne finde in Battlefield bzw. im Battlelog mittlerweile? Was? Was denn? Also das mit den... Die haben das ja jetzt so dumm geändert, dass man jetzt jeden Freund, den man im Battlelog hat, automatisch auch in Origin hat. Kann sein, ja. Boah, und das kann mich so aufregen, ne? Ja, das finde ich auch scheiße. Aber ich bin in Origin eben als offline, weil... Ja, Origin habe ich auch fast nie an, nur wenn ich Battlefield spiele. Jedenfalls, aber die haben in Origin haben die so eine Freundschaftsgrenze von 100 und im Battlelog haben die eine von 150, glaube ich. Oh je. Und wenn du dann im Origin oder im Battlelog kannst du noch Anfragen bekommen, die in Origin nicht möglich wären. Und dann habe ich jetzt hier so eine ganze Liste Anfragen im Battlelog stehen, die ich alle nicht annehmen kann. Warte mal kurz, ich habe einen Anruf. Hey, tiny bald idiot. Oh, Katharina, toll. Hey, I know it's you. What's eating you, baby? I don't love you no more. Well, hey, that's just hello. Gerade eben hätte ich den gleichen Fehler wie ganz am Anfang machen können, alt links gedrückt halten zum langsam laufen, weil ich spaziere auf dem Flugzeug hin und her, weil wir gerade so miteinander reden. Und dann halt Tab drücken zum Annehmen und dann wäre es rausgeswitcht, dann wäre es abgekackt und jetzt gehe ich in die nächste Mission, Stowaway. Ah, what's Torino up to now?
Ah, das ist die Mission. I'm feeling a little exposed here. Ich glaube, ich zocke jetzt noch ein bisschen Sleeping Dogs und dann muss ich Mathe lernen. Ich mag keinen Mathe. Ich will Mathe lernen. Oh fuck. Ja, ich glaube, ich lerne dann auch noch ein bisschen wiederholen, nochmal, was mein Meister mir so alles beigebracht hat. What's your take on this? Damn! Ich meine, ich finde Mathe ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Aber so das Zeug, was man da jetzt mittlerweile macht, das ist einfach so. Ja, ich weiß. Früher war Mathe so. Aber warte ja, mal kurz, Katzin, kannst du mir danach bitte erzählen? Well, kind of, but we get to pick our dictators, degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys of principle, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so of course these idiots have stolen a consignment of landmines and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus and everything goes crazy and have a lot of problems. I mean, Carl, do you like maiming people? Verstümmelst du gerne Menschen, Carl? Anyway, the point is, me, Carl. Hey, Carl! Now, yeah, diese Lamas da, ne? Ja. Lamas sind die. Jedenfalls, früher war Mathe so... Nein, ist noch nicht fertig, warte. Oh. I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? Huh? Man, kill government agents? Kill Schmill, come on. Don't look at it that way. Well, you think of it as pest control. It works for me. All right, come on. I can't stay here now. I'm too hip. I gotta go. Okay? I'm out of here. Cool, ich hab von der Regierung die Lizenz gekriegt, die von der Regierung zu töten. Cool, oder? Also von der anderen halt so quasi. So, jetzt ist rum. Jetzt kannst du mir gerne alles erzählen. Ja, früher war Mathe so ein Fach, wo du einfach... Ja, ich weiß nicht, du hast einfach, warst im Unterricht, hast so ein bisschen was aufgepasst, so zu Hause drei Aufgaben gerechnet, ja, dann konntest du alles. Ja, genau. Und jetzt mittlerweile ist das so total krank, du musst da so viel verstehen. WTF? Boah, Motorrad ist, ey, ich dachte gerade wieder so scheiße. Ah ja, schießen sollte man ja hier nicht. Idiotic mammal. Pardon me. Oh, aua, aua. Boah, ich hab den Kopf abgeschlagen. Krass, wie brutal GTA eigentlich sein kann. Oh, schnell weg. Nein, oh, verdammt, zu spät. Komm, ich will nochmal einköpfen. Aua, oh, jetzt haut's mich schon wieder hin. Scheiß Fässer, die da mal rausrollen. Boah, wieder Kopf ab. Das sieht ja so gerade aus. Sorry. Make it easy on yourself and run away. Boah, nimm dir den Fallschirm. Du hast den Fallschirm. Ah, ich darf jetzt so Bomben platzieren. Platziere eine Rucksackbombe, okay. Weißt du was? Irgendwer will mir Dota 2 schenken. Beziehungsweise mein Cousin will mir Dota 2 schenken, nicht irgendwer, aber. Was ist das? Irgendwer, mein Cousin. Kenn ich gar nicht. Irgend so ein Fremder. Das ist voll krass. Der wechselt in. In Steam habe ich den als Freund, oder da habe ich den als Freund drinstehen. Und da wechselt der einfach alle, jeden Tag seinen Namen. Und warum das? Plan, wer das ist, weil er nie mit seinem Namen so zufrieden ist. Und dann. Ich echt nie. Alter, der hat mir das jetzt schon geschenkt. Ich habe noch nicht mal Ja gesagt. Okay, ja, dann. Dann sage ich auch nicht Nein. Sie besitzen Dota 2 bereits. Wie, was ist das eigentlich für ein Spiel? Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Achso. Boah, da wird einem schlecht, wenn man dazu guckt, wenn er sich immer im Kreis dreht, ey. Ich kann auch mit der Kamera vor mitgehen. Vor allen Dingen in der Steam-Bibliothek, ne? Da sieht man auch so viel von dem Spiel. Weißt du, was man da sieht? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich öffne den Fallschirm nicht, oder? Soll ich aufklatschen? Weiß ich nicht. Das sah lustig aus. Oh Mann, nein, okay, ich öffne ihn doch. Komm, scheiß auf. Scheiße, ich bin trotzdem tot, zu spät geöffnet. Hätte ich auch gleich so aufklatschen können. Das sieht ja auch immer geil aus, auch in GTA 4. Das sieht so hammer aus. Wie heißt es?
Toll, jetzt kann ich das scheiß Spiel nicht mehr maximieren oder what? Welche denn? Jedenfalls Sleeping Dogs. Jedenfalls so, da steht dann im Store bei Steam von Dota die Bilder oder das, so die Bilder, was das Spiel eigentlich vorstellen sollte. Da stehen einfach nur die Charaktere aus dem Spiel, glaube ich. Also. Mehr sieht man da nicht. Sagt doch viel über das Spiel aus. Okay. Ja. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.